Horoskop für den 6. Juli 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Heute ist es am besten für Widder, den Tag ruhig und gemessen zu verbringen. Belasten Sie sich nicht mit komplexen Aufgaben und Großprojekten. Machen Sie eine Pause mit der Familie oder Freunden. Vermeiden Sie unnötige Sorgen. Verschwenden Sie keine Zeit mit der Klärung von Beziehungen oder dem Lösen langjähriger Probleme. Der Abend ist ideal für ein romantisches Date. Widdermann. Heute wird es für Widdermänner schwierig sein, die Kraft für grandiose Leistungen zu finden. Der Tag neigt zu einem ruhigen Zeitvertreib. Nehmen Sie sich in der ersten Tageshälfte Zeit für Ihre Gesundheit, joggen Sie ein wenig, schwimmen Sie oder gehen Sie einfach im Park spazieren. Heute sollten Sie keine teuren Anschaffungen machen oder wichtige Entscheidungen treffen. Verbringen Sie den Tag ausschließlich damit, Ihre Vitalität wiederherzustellen. Widderfrau. Widder sollten den Tag dem Haus widmen, werfen Sie alte Dinge weg und gehen Sie Fotos durch, kochen Sie ein leckeres Abendessen und machen Sie frische Bettwäsche, füllen Sie das Haus mit Aromen von Jasmin und Zitrusfrüchten. Lassen Sie das Haus duften und glänzen, dann wird die Seele warm und ruhig sein. Das brauchen Sie jetzt ganz besonders. Es lohnt sich, Ihrer Familie Aufmerksamkeit zu schenken, denn sie vermisst sie. Planen Sie, am Abend mit der ganzen Familie eine romantische Komödie anzuschauen. Horoskop für heute für Taurus. Stier, heute bereiten Sie sich auf viele positive Eindrücke und Emotionen vor. Es könnte sogar sein, dass Sie heute genau die Person treffen oder das Auto kaufen können, von dem Sie schon lange geträumt haben. Schauen Sie sich genau um. Der Tag ist ideal, um Geschäfte zu machen und wichtige Verhandlungen zu führen. Denken Sie daran, das Glück ist heute ganz auf Ihrer Seite. Machen Sie das Beste aus diesem Tag, gönnen Sie sich eine lang ersehnte Anschaffung, gehen Sie mit Freunden spazieren, verabreden Sie sich mit Ihrem Lieblingsmenschen. Stiermann. Stiermänner haben einen großartigen Tag für einen Tapetenwechsel, machen Sie einen kleinen romantischen Ausflug oder verbringen Sie die Nacht mit Freunden in Zelten und bewundern Sie den Sternenhimmel. Genießen Sie jede Kleinigkeit und leben Sie im Augenblick. Der heutige Tag läutet eine neue und angenehme Bekanntschaft ein. Hören Sie auf, sich Sorgen zu machen, und leben Sie diesen Tag einfach so glücklich wie möglich. Die heute wiedergewonnenen Kräfte werden Ihnen morgen für neue Errungenschaften sehr nützlich sein. Stierfrau. Stiergedanken sind heute voll und ganz mit Plänen beschäftigt. Ein großartiger Tag dafür. Entschlossenes Handeln wird heute positive Ergebnisse bringen. Verschwenden Sie Ihre Energie nicht umsonst, sondern richten Sie sie auf die Erfüllung lang gehegter Wünsche und Pläne. Die Zukunft verspricht wunderbar zu werden, man muss es nur wirklich wollen und sich ein wenig anstrengen. Glauben Sie an Ihre Kraft und geben Sie nicht auf. Horoskop für heute für Zwillinge. Zwillinge, Ihre Gelassenheit zu behalten, wird heute sehr schwierig sein. Machen Sie keine schnellen Entscheidungen, nicht hacken Schulter, nicht in den Einfluss der flüchtigen Emotionen geben. Verschieben Sie ernsthafte Gespräche bis morgen. Verzichten Sie heute auf große Geldausgaben, Geschäfte, voreilige Versprechungen und laute Äußerungen. Gehen Sie lieber spazieren oder lesen Sie Ihr Lieblingsbuch in Ruhe. Achten Sie auf Ihre Gesundheit, denn sie ist heute sehr anfällig. Zwillinge männlich. Der Tag des Zwillingsmannes verspricht, hell und interessant zu werden. Heute werden Sie genug Energie haben, um Ihre Ziele zu erreichen. Siege und Erfolg warten auf Sie. Ohne besondere Anstrengungen zu unternehmen, können Sie hervorragende Ergebnisse erzielen und mehr als einen Gipfel bezwingen. Eine angenehme Überraschung wartet zu Hause auf Sie. Verbringen Sie den Abend fröhlich und reichhaltig. Heute ist auch ein guter Tag, um Entscheidungen auf dem Gebiet der geschäftlichen Tätigkeit zu treffen. Verlassen Sie sich auf Ihre Intuition, und Sie werden nichts verpassen. Zwillinge-Frau. Die Zwillinge-Frau hat einen tollen Tag für angenehme Aktivitäten. Sie können zur Maniküre gehen oder sich für eine Wellnessbehandlung mit Massage anmelden. Heute werden Sie sich besonders schön und attraktiv fühlen wollen. Lassen Sie sich Ihre Weiblichkeit nicht anmerken. Bewundernde männliche Blicke sind Ihnen heute sicher. Treffen Sie keine überstürzten und impulsiven Entscheidungen. Genießen und bewundern Sie sich einfach. Horoskop für heute für Krebs. Heute verspricht der Tag eine große Überraschung für die Krebse. Wie es zu behandeln, ist es bis zu Ihnen zu entscheiden. Aber denken Sie daran, alles, was nicht getan wird, für das Beste. Heute ist es besser, auf das Autofahren zu verzichten und zu Fuß zu gehen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Gesundheit. Es ist ein guter Tag, um einen Termin beim Arzt zu vereinbaren, wenn Sie ihn schon lange aufgeschoben haben. Krebsmann. Krebsmänner werden einen großzügigen Tag für Veranstaltungen haben.
Lassen Sie sich von der Welle treiben und genießen Sie das Leben. Eine interessante Bekanntschaft wartet auf Sie. Es ist durchaus möglich, dass Sie einen guten Freund gewinnen. Die zweite Hälfte des Tages sollten Sie besser damit verbringen, unerledigte Dinge zu erledigen. Heute werden Sie viele außergewöhnliche Ideen haben, und Sie werden ein schwieriges Problem lösen können. Glauben Sie an Ihre Stärke, und Sie werden in der Lage sein, Berge zu versetzen. Krebsfrau. Das schöne Geschlecht hat heute eine ausgezeichnete Chance, an der Liebesfront erfolgreich zu sein. Stellen Sie ein Profil auf einer Datingseite ein, antworten Sie endlich auf eine Nachricht von einem süßen Typen oder schreiben Sie Ihrem Partner, wie sehr Sie ihn lieben. Ein angenehmes Ergebnis wird den Krebs nicht warten lassen. Heute ist es wichtig, sich um Ihre beruflichen Aktivitäten zu kümmern. Alle Bemühungen in diesem Bereich werden heute mit Erfolg enden. Horoskop für heute für den Löwen. Löwen, überstürzen Sie keine Ereignisse und überstürzen Sie heute auch nichts. Halten Sie sich mit schwerwiegenden Entscheidungen zurück. Es ist nicht die beste Zeit für einen Tapetenwechsel oder den Beginn neuer Projekte. Aber heute gibt es einen guten Grund, sich Zeit zu nehmen, um seine mentale Stärke wiederherzustellen. Wenn möglich, nehmen Sie sich einen Tag frei und tun Sie etwas, das Ihnen Spaß macht. Lassen Sie die ganze Welt warten. Du wirst sie morgen erobern, wenn du wieder voller Energie sein wirst. Löwemann. Heute werden Löwen voller Energie und Kraft für neue Errungenschaften sein. Spontane Geschäftstreffen und sogar eine kurze Geschäftsreise sind möglich. Nehmen Sie alles mit Dankbarkeit an und stürzen Sie sich kopfüber hinein, denn diese Schritte werden Sie zu brillanten Ergebnissen führen. Ein geliebter Mensch wird Ihnen heute eine kleine, aber angenehme Überraschung bereiten. Es wäre ideal, den Abend allein mit Ihrem Seelenverwandten oder mit einem engen Freund zu verbringen. Dies ist eine gute Zeit für angenehme, herzliche Gespräche bei einem köstlichen Abendessen. Löwefrau. Wollten Sie schon lange eine Massage oder eine Tasse Kaffee in einem Café trinken gehen? Heute ist der richtige Tag für Löwen, um sich zu verwöhnen. Kaufen Sie ein paar neue Schuhe oder lassen Sie sich die Haare schneiden. Rufen Sie eine alte Freundin an, die Sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Ein Treffen mit ihr wird Ihnen heute besondere Freude bereiten. Versuchen Sie, heute keine langen Reisen zu planen. Übrigens ist heute ein guter Tag, um sich für interessante Kurse anzumelden und etwas Neues in Ihr Berufsleben zu bringen. Jungfrau-Horoskop für heute. Jungfrauen sollten heute mehr auf ihre Gesundheit achten. Schieben Sie den Gang zum Arzt oder wichtige Untersuchungen nicht länger auf. Eine ausgezeichnete Zeit für Selbstverwirklichung und die Entfaltung Ihrer Talente. Eine nahestehende Person braucht vielleicht Hilfe, was Ihnen viel abverlangt. Weigern Sie sich nicht, sondern bemühen Sie sich nach Kräften, sein Problem zu lösen. Ihre Beziehung wird sich festigen und eine neue Ebene erreichen. Hören Sie auf sich selbst und vertrauen Sie Ihrer Intuition, dann wird dieser Tag mit Licht und Positivität erfüllt sein. Jungfrau Mann. Heute werden alle Bekanntschaften von Jungfrau Männern sehr erfolgreich sein. Einige werden neue Freundschaften schließen, andere werden in beruflicher Hinsicht neue Horizonte eröffnen. Es ist eine gute Zeit, um aufzuräumen und Ihre Garderobe zu aktualisieren. Seien Sie vorsichtig beim Autofahren und machen Sie möglichst keine langen Fahrten. Die zweite Tageshälfte sollten Sie lieber im Kreise der Familie verbringen und einen lang ersehnten Urlaub planen. All diese Pläne werden sich bestimmt auf die bestmögliche Weise erfüllen. Übrigens ist das Glück heute auf Ihrer Seite und finanzielle Investitionen versprechen erfolgreich zu sein. Jungfrau-Frau. Heute wird das seelische Gleichgewicht der Jungfrau erschüttert. Vielleicht ist die Phase des Mondes nicht die gleiche, oder vielleicht nur ein kleiner schwarzer Streifen. Das Wichtigste ist, sich daran zu erinnern, dass alles nur vorübergehend ist und dass Sie diesen Tag mit innerem Optimismus leben müssen. Zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten, und haben Sie keine Angst, sich schwach zu zeigen. Es gibt Menschen in Ihrem Umfeld, die bereit sind, auf Ihren ersten Anruf hin zu Ihnen zu kommen. Heute sollten Sie nicht auf Reisen gehen und keine großen Anschaffungen machen. Am Abend werden Sie eine angenehme Begegnung mit einem alten Freund haben. Horoskop für heute für die Waage. Heute wird nichts und niemand in der Lage sein, die Stimmung der Waage zu verderben. Alles wird klappen, die Gespräche werden herzlich sein, und die Welt um Sie herum ist in hellen Farben gemalt. Es ist ein großartiger Tag, um einen Ausflug ans Meer zu machen oder auf eine coole Party in deiner Stadt zu gehen. Vergiss nicht, deine Lieben an deiner positiven Einstellung teilhaben zu lassen, denn ihre gute Laune hat heute einen Tag Pause gemacht, und sie brauchen deine Wärme und Fürsorge wirklich. Waagemännchen. Heute werden ihre Stärke und Entschlossenheit von Menschen, die ihnen nahestehen, sehr gebraucht.
Schätzen Sie das Maß an Vertrauen in Sie und den Glauben an Ihre Fähigkeiten. Trauen Sie sich. Jedes Problem, das die Waage hat, wird heute leicht zu lösen sein. Aber vergessen Sie nicht, auf sich selbst aufzupassen. Es ist ein guter Tag, um sich mit hellen Eindrücken und leichten Gefühlen zu füllen. Nehmen Sie alle Angebote an, den Abend außer Haus zu verbringen. Es besteht die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und gute Freundschaften zu schließen. Am wichtigsten ist, dass Sie heute keinen Alkohol trinken. Der Tag wird ohnehin schon sehr lustig und intensiv sein. Waage Frau. Die Waage ist unglaublich attraktiv und anziehend. Heute schlägt die weibliche Energie von Ihnen den Schlüssel. Das Objekt der Bewunderung wird nicht vorbeigehen können, und Fans werden bereit sein, alles zu tun, um eine Minute ihrer Aufmerksamkeit zu bekommen. Haben Sie Mitleid mit ihnen und missbrauchen Sie ihre Reize nicht. Es ist besser, Ihre Energie in eine konstruktive Richtung zu lenken. Alle Unternehmungen werden sich heute als erfolgreich erweisen. Übrigens ist auch Ihre Kreativität heute in bester Form. Vielleicht sollten Sie versuchen, ein Bild zu malen oder ein Lied zu komponieren. Diese Tätigkeiten werden Ihre Seele mit reiner Energie füllen. Horoskop für heute für Skorpion. Skorpione haben heute die Chance, auf einfache Weise neues Wissen zu erlangen oder Bekanntschaften zu schließen. Die Hauptsache ist, dass Sie sich genau umsehen und jede Gelegenheit nutzen. Lernen, zuhören und auswendig lernen. Achten Sie auch mehr auf finanzielle Angelegenheiten, bringen Sie Dokumente und Papiere in Ordnung. Verschwenden Sie keine Zeit für Kleinigkeiten. Ein guter Tag für lange Fahrten, aber besser als Beifahrer. Vergessen Sie nicht, die Schönheit der Welt um Sie herum zu genießen. Skorpion männlich. Heute haben Skorpione einen großartigen Tag für sogenannte männliche Aktivitäten. Gehen Sie angeln oder besuchen Sie ein Badehaus mit Freunden. Am wichtigsten ist es, Zeit in einer rein männlichen Gesellschaft zu verbringen, um innere Stärke wiederherzustellen und viele positive Eindrücke zu sammeln. Vermischen Sie nicht Privates und Berufliches, haben Sie keine Affären bei der Arbeit. Egal ob Sie allein oder in einer Beziehung sind, diese Verbindung wird nur Probleme und Enttäuschungen bringen. Die zweite Hälfte des Tages sollten Sie nur für sich selbst nutzen. Eine kleine Joggingrunde an der frischen Luft wird Ihre körperlichen Kräfte wiederherstellen und Ihre Gedanken in Ordnung bringen. Skorpionfrau. Skorpione sind schön und talentiert. Die Welt ist riesig und es gibt unendlich viele Möglichkeiten darin. Halten Sie sich nicht mit den Misserfolgen und Problemen auf, die jetzt in Ihrem Leben sind. All das ist nur vorübergehend. Denn wenn du an deine Stärke glaubst und dich ein wenig anstrengst, wird sich dein Leben dramatisch verändern. Heute ist ein großartiger Tag, um damit zu beginnen, Ihr Leben zum Besseren zu verändern. Gerade heute können Sie sicher auf die Hilfe anderer zählen. Die zweite Hälfte des Tages widmen Sie der Pflege des Familienherdes oder der Gemütlichkeit Ihres Hauses. Horoskop für heute für Schütze. Der heutige Tag wird Schützinnen und Schützen auf eine harte Probe stellen. Schwierige Aufgaben bei der Arbeit, hektischer Rhythmus, angespannte Atmosphäre zu Hause, all das ist schwierig, aber nur vorübergehend. Die Situation wird sich im Laufe des Tages ändern. Versuchen Sie, Ihre Nase in den Wind zu halten und nichts zu verpassen. Denken Sie positiv, lassen Sie sich nicht entmutigen. Gegen Abend wird sich alles stabilisieren und Sie müssen unbedingt wieder Kraft für den neuen Tag schöpfen. Verschwenden Sie keine Energie auf aktiven Zeitvertreib, verbringen Sie diesen Abend lieber so ruhig und friedlich wie möglich. Schützemann. Energie wird aus Schützemännern heraussprudeln, aber nicht alle Unternehmungen werden in Erfolg enden. Filtern Sie Ihre Impulse, blenden Sie zweifelhafte Vorschläge aus und lassen Sie sich nicht auf Unternehmungen ein. Es ist besser, Ihre Energie auf die Erledigung langjähriger Aufgaben zu verwenden. Es gibt keinen Grund, Zeit mit Vergehen zu verschwenden, obwohl es heute viele Gründe dafür gibt. Im Familienleben ist alles stabil, und nach einem anstrengenden Tag werden Sie zu Hause mit Wärme und Liebe empfangen. Versuchen Sie, am Abend nicht an das Geschäftliche zu denken, sondern widmen Sie sich ganz Ihren Angehörigen und sich selbst. Schützefrau. Heute werden die Schützefrauen sehr stürmisch sein. Die Stimmung wird sich im Laufe des Tages mehrmals ändern, von einem Zustand völliger Euphorie bis hin zu Tränen in den Augen. Der Tag wird viele Emotionen mit sich bringen und mit Ereignissen gefüllt sein. Es wird nicht leicht sein, in einem solch unausgeglichenen Zustand zu leben, aber du wirst es schaffen. Das Wichtigste ist, dass Sie Entscheidungen mit dem Verstand und nicht mit dem Herzen treffen. Seien Sie in Gesprächen nicht zu offen, alles, was Sie heute sagen, wird sich gegen Sie auswirken. Im Moment sehnen Sie sich nach Wärme und Zuwendung. Verbringen Sie den Abend mit Ihrem Lieblingsmenschen oder einem engen Freund. Heute ist auch ein guter Tag, um Zeit mit Ihren Eltern und anderen Verwandten zu verbringen.
Horoskop für heute für Steinbock. Steinböcke, es ist Zeit, mit der Planung Ihres Urlaubs oder einer lang ersehnten Anschaffung zu beginnen. Gelegenheiten und Wünsche werden heute zusammenkommen. Versuchen Sie heute zu glänzen, denn Sie werden bemerkt werden und diese Vertrautheit wird die Eintrittskarte zu einem besseren Leben sein. Geben Sie keinen Anlass zu Gerüchten und Spekulationen. Seien Sie gerade heraus und sagen Sie klar und deutlich, was Sie vorhaben und was Sie sich wünschen. Heute ist ein guter Tag für einen Abend mit Freunden oder am Familienherd. Bestellen Sie ein leckeres Essen, öffnen Sie eine Flasche Wein und reden Sie viel über alles in der Welt. Steinbockmann. Steinböcke, nehmen Sie sich heute genügend Zeit für Geschäftstreffen und Networking. Sie werden Ihnen helfen, in der Zukunft großartige Ergebnisse zu erzielen. Nehmen Sie dankbar Hilfe bei der Lösung eines schwierigen Problems an. Haben Sie keine Angst, schwach zu erscheinen. Versuchen Sie, alle Schulden materieller Art loszuwerden und gehen Sie auf keinen Fall neue finanzielle Verpflichtungen ein. Dies wird zu größeren Schwierigkeiten führen. Versuchen Sie, wenn möglich, heute nicht Auto zu fahren. Es ist besser, einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen, um Ihren Geisteszustand in Ordnung zu bringen. Steinbockfrau. Wie lange ist es her, dass Steinböcke einen ganzen Tag nur mit sich selbst verbracht haben? Heute ist die Zeit dafür gekommen. Besuchen Sie einen Schönheitssalon, lassen Sie sich massieren, kaufen Sie ein neues Kleid. Das Wichtigste ist, dass Sie sich nicht zu großen Anschaffungen hinreißen lassen. Sie sollten heute keine schwerwiegenden Entscheidungen und Versprechungen machen. Die Sterne versprechen Erfolg in Ihrem Privatleben. Am Abend werden Sie angenehme Nachrichten oder eine kleine Überraschung erhalten. Nehmen Sie diese mit Dankbarkeit an. Verzichten Sie heute Abend auf laute Gesellschaft, Stille und Ruhe werden Ihre Vitalität wiederherstellen. Horoskop für heute für Wassermann. Heute wollen die Wassermänner eine Veränderung. Sie sind bereit, ihre Koffer zu packen und an das andere Ende der Welt zu fliegen. Aber haben Sie es nicht eilig. Wenn du jetzt anfängst, auf die Schulter zu klopfen, wird alles langsam gehen und auf dem Weg dorthin wird es viele Hindernisse geben. Du bist einfach müde, brauchst einen Tapetenwechsel und musst aus deiner Routine herauskommen. Planen Sie besser einen Urlaub und kaufen Sie eine Reise mit Rückfahrkarte. Seien Sie vorsichtig mit Dokumenten und Dingen. Heute ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du sie irgendwo vergisst. Am Abend werden Sie höchstwahrscheinlich zu einem Besuch oder einem angenehmen Treffen eingeladen. Verbringen Sie diese Zeit mit Vergnügen. Wassermann-Mann. Wassermänner, vertrauen Sie heute niemandem außer sich selbst. Selbst Menschen, die Ihnen nahe stehen, ohne es selbst zu wollen, können Ihnen an diesem Tag Schaden zufügen. Auch sollten Sie Aufgaben, die Sie allein bewältigen können, nicht auf andere abwälzen. Streiten Sie sich nicht mit Ihren Vorgesetzten und finden Sie das Verhältnis zu Kollegen und Partnern nicht heraus. So werden Sie nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, sondern nur die Beziehung verderben. Seien Sie zu Hause aufmerksam gegenüber Ihren Verwandten. Sie werden heute viel mehr Wärme und Fürsorge brauchen als sonst. Wassermannfrau. Heute wird es für Wassermänner schwierig sein, Nein zu sagen, aber es ist die Zeit, sich zusammenzureißen und Nein zu sagen. All die Fortsetzungen, die im Laufe des Tages kommen werden, werden zu nichts Gutem führen. Es ist besser, alle Geschäfte aufzuschieben und sich mehr Zeit für die Familie zu nehmen. Die Menschen, die dir nahestehen, werden das zu schätzen wissen und dir viel Wärme und Liebe schenken. Heute werden sie von Ängsten und Zweifeln überwältigt sein. Lassen Sie sich davon nicht unterkriegen. Das meiste wird sich nur als Illusion herausstellen. Versuchen Sie, sich auf das Gute zu konzentrieren und das Leben zu genießen. Horoskop für heute für Fische. Heute brauchen Familie und geliebte Menschen dringend ihre Aufmerksamkeit und Fürsorge. Vielleicht werden die Fische sogar um finanzielle Unterstützung und Hilfe im Geschäft gebeten. Versuchen Sie, alles zu tun, was in Ihrer Macht steht. Aber weigern Sie sich, zu kritisieren und Unzufriedenheit zu äußern, denn Sie riskieren, in alte Konflikte hineingezogen zu werden. Heute sollten Sie auf finanzielle Stabilität achten, auf keinen Fall Risiken eingehen und sich nicht auf zweifelhafte Unternehmungen einlassen. Ein Treffen mit einer Person aus der Vergangenheit wird Ihnen helfen, eine unkonventionelle Lösung für die aktuellen Probleme zu finden. Fische männlich. Heute ist ein Tag mit hohen Schwingungen für Fische in Beziehungen, sowohl positiv als auch negativ. Erwarten Sie Ausbrüche von Wärme und Liebe von geliebten Menschen, aber auch Unzufriedenheit und Negativität von Ihnen. Achten Sie nicht so sehr darauf und suchen Sie sich lieber eine Beschäftigung, die Sie ablenkt. Es ist ein guter Tag, um sogenannte Langzeitprojekte abzuschließen. Heute wird es Ihnen leicht genug gemacht werden. Das finanzielle Angebot, das Sie heute erhalten, wird sehr günstig sein. Haben Sie keine Angst, es anzunehmen.
Fischefrau. Heute gibt es viele Gründe für Ängste und Frustration, aber heute ist nicht die Zeit für Fische, die Hände in den Schoß zu legen. Auf einen schwarzen Streifen folgt immer ein weißer Streifen. Ihre Aufgabe ist es, Ihre Vitalität und Energie so weit wie möglich zu erhalten. Erledigen Sie Hausarbeiten, gehen Sie spazieren oder lesen Sie in Ruhe ein Buch. Achten Sie nicht auf Meinungsverschiedenheiten zu Hause, Konflikte gibt es in jeder Familie. Die Hauptsache ist, dass Sie sich an den gegenseitigen Respekt und Ihre Gefühle erinnern. Am Abend werden sich die Wolken ein wenig lichten und Sie werden vielleicht erfreuliche Nachrichten erhalten. Lächeln Sie und lassen Sie einen schwierigen Tag in der Vergangenheit.